Einem Freund würde jeder helfen. Aber wenn jemand wirklich Hilfe braucht, fragst du dann vorher, ob er dein Freund ist? Ben, ich habe gesagt Klassenarbeit, nicht Gruppenarbeit. Ist das klar? Thomas, die zwei Fehler sind auch noch morsch. Mach ich, Chef. Thomas, Thomas. Setz den Fall noch ein bisschen mehr auf Merzeinland. Noch ein Stück. Hier? Yeah. Ja, noch ein Stück, noch. Ja, da. Da? Hey! Auch schon aufgestanden? Was macht ihr da auf meinem Land? Du lässt ja die Zäune verkommen. Sind doch deine Kühe. Stimmt. Hast du überhaupt noch welche? Ich kann dir ein paar verkaufen. Der Viehhändler kommt gleich. Dann kannst du ja mitbieten. Gib doch nicht so an, du aufgeblasener Idiot. Pass auf, ja? Leute, Frieden, Frieden. Nachhaltige Viehzucht ist halt was anderes als Massentierzucht. Ah, ja, ich sehe hier nur glückliche Kühe. Werner, grüß dich. Hast einen Gast mitgebracht? Hallo, ich bin der Bürgermeister hier. Willkommen in Waldau. Genießen Sie Ihren Urlaub. Vielen Dank. Ich bin beruflich hier. Ah, ja, das Schwarzwälder Rindfleisch ist ja weltberühmt. Soll ich Ihnen den Hof zeigen? Sehr freundlich. Aber ich kaufe nicht. Sie kaufen nicht? Ich biete Wagyu-Rinder zum Verkauf. Wagyu, was? Wagyu. Wagyu? Das Tajima-Rind. Das beste und teuerste Fleisch der Welt. Es kostet 400 bis 600 Euro. 4 bis 6 wie? Pro Kilo. Das sind ja 200 bis 300 Euro pro Steak. Wenn Sie interessiert sind. Ja, also, ja. So, die Zeit ist um. Alle abgeben. Sag mal, spinnst du, Ben? Hebt es auf und gibt es ab. Ich hab's eh verhauen. Danke. Dankeschön. Danke. Mann, Mama, gib dem doch einfach mal eine 6. Muss doch eine 6 geben, kann jeder. Ich gebe ihm lieber eine Chance. Danke. 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 Schon okay. Ist ja wohl nicht so gut gelaufen. Hättest du mich auch fragen können? Ey, du saßt hinter mir. Wie soll ich dich nächstes Mal anrufen? Ich weiß gar nicht, was sie hat. Ich schon. Hallo, Mascha. Da hinten auffegen. Das muss alles blitzblank sein, ja? Ich dachte, die Kühe in Indien sind heilig. Ja, in Japan vielleicht auch. Das ist ja gleich um die Ecke von Indien, ne? Und jetzt auch in Waldau. Die Kuh kommt. Paulina, du kannst da nicht einfach aus dem... Du, Paulina, jetzt bleib stehen! Ich hab den ganzen Hustensaft verschüttet. Schmeckt eh nicht. Ja, soll auch nicht schmecken, soll helfen. Ich bin so gespannt. Ja, das wirst du auch noch eine Weile bleiben müssen. Komm, wir gehen jetzt rein. Nur einmal kurz gucken, Josefine. Bitte. Deine Mutter hat gesagt, ich soll auf dich aufpassen und deshalb lasse ich dich nicht in den zugigen Stall. Vincent sagt,
Die Kuh ist ein Wunder. Aha. Wo kommen die hin? Ganz nach hinten, ja. Und die müssen bündig aneinander liegen. Hier müsst ihr bündig zueinander liegen. So. Also nicht überlappend, die Ecken, sondern aneinander. So? Mhm. Ja, ja, genau. Fühlt sich so eine Kuh denn wohl auf so einem Teppich? Ja. Wahrscheinlich unter Bock. Hauptsache, sie frisst das nicht auf. Das Stroh. Hoffentlich, Investition hat sich gelohnt. Das wird sie, Tomasz, das wird sie. Willkommen, Joko. Konnichiwa. Konnichiwa. Ja, binden Sie hier fest. Super. Weißt du, Paulina, für uns Bauern ist es wichtig, dass es unseren Tieren genauso gut geht wie uns selbst. Dann haben wir Erfolg. Ja. Du bist schön. Aber du hast ja auch eine Erkältung. Hopp, hopp, raus, aussteigen, komm. Dein Hals braucht Wärme, geh mal. Die Arbeit ist überraschend gut ausgefallen, trotz einiger Querschläger. Aber die sind beim nächsten Mal vielleicht schlauer. Du stehst dir doch nur selber im Weg, Ben. Vor allem steht der mir im Weg. Ey, 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 ey! Schluss hier. Ich gebe dir noch mal eine Chance, Ben, du schreibst die Arbeit nach. Sehr gut, Konstanze. Kim und Nelly, beide gut. Beide überraschend gut. Und überraschend gleich. Ihr schreibt nach. Beide. Ja. Ah, das ist besser, ne? Ja. Das tut gut, was? Was machst du da? Das ist gut fürs Fleisch, weißt du? Das gibt so eine Marmorierung, also diese feinen weißen Fettäderchen. Ich krieg nicht mal eine Nackenmassage, wenn ich mir mit dem Kartoffelruder den Nacken ausrenke. Naja, mit dir verdiene ich ja auch kein Geld. Sag mal. Ich meine, wir beide verdienen doch mit der Kuh wahnsinnig viel Geld, weißt du? Aua, das ist doch überhaupt noch nicht raus. Bis jetzt haben wir nur viel Geld für die Kuh bezahlt. Okay, ich hab panisch, das habe ich doch alles schon erklärt. Hallo Philipp. Grüß dich, Philipp. Ja. Hallo. Wow. Kann ich die Schuhe anlassen? Der. Wie der? Ja, wollen Sie denn nicht, dass ich mir Ihre Wunderkuh angucke? Sie wollen doch nur absahnen. Jetzt sind Sie jetzt reiß dich doch mal zusammen. Hm? Wenn ich sie brauche, dann rufe ich sie. Tierärztliche Erstuntersuchung ist Pflicht. Wie Sie wissen. Was ist das denn? Was? Haben Sie die Bläschen am Maul nicht gesehen? Was denn nun? Kommst du mit? Eine Kuh angucken? Ich kann mich gerade noch beherrschen. Keine normale Kuh. Das ist ein Waggierin. Das ist die wertvollste Rasse. Krieg dich wieder ein, Cowboy. Ich würde mitkommen. Ich finde Kühe spitze. Okay. Das
hast dich halt doch an mich gehalten als an die blöde Kuh. Nelly ist nicht blöd. Immerhin hat sie mich abschreiben lassen. Hat ja nicht viel genützt. Mir auch nicht. Sag mal, Nelly, können wir nicht zusammen lernen? Du hast den Stoff doch voll drauf. Klar. Raus hier! Infant! Raus, los, machen Sie, dass Infant. Sie wegkommen! Verschwinden Sie von hier, los! Ich bin Verstand verloren! Maul und Clownseuche ist nicht zu Spaß. Hören Sie doch auf, das ist allerhöchstens Sonnenbrand. Sonnenbrand? Wann war das Rind denn auf der Weide? Die Kuh kam doch vom Transport direkt in den Stall. Was ist jetzt Ihr Transport hier? Verschwinden Sie, los! Kreuzen Sie hier nicht mehr auf! Sie haben Ihr Hausverbot! Ganz egal, wie er sich aufführt. Ich muss Meldung machen. Sie haben hier überhaupt nichts zu melden! Ach ja? Das werden wir ja sehen. Hopp, 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 hopp. Hotschtje, mein Wander. Hotschtje, hopp, 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 hopp. Hey, halt, stopp! Stopp! Na, hopp, hopp. Dalle. Hier bleiben. Ich muss melken. Du musst gar nichts. Ich muss erst mal was klären. Du meine was erklären? Nein, der Doc, der will mir eine reinwürgen. Reinwürgen? Ja. Der faselt irgendwas von solchen Verdacht. Ich muss eine zweite Meinung einholen. Zweite Meinung? Bei solcher. Hey, Grieshaber, was ist denn auf deinem Hof los? Nichts, leg dich wieder hin. Sehr witzig, ich hab doch den Amtstierarzt gesehen. Meine Tiere sind kerngesund. Und wenn nicht, unsere sind es jedenfalls noch. Hör, das ist doch Wahnsinn. Du kannst doch nicht unseren ganzen Viehbestand gefährden. Den gefährdest du doch selber mit deinem kümmerlichen Biofutter. Das ist doch nichts bringen. Warum streiten? Cool, gehört das alles euch hier? Nee, mein Vater arbeitet bloß hier für den Herrn Grieshaber. Dem gehört das alles. Der ist total nett. Sag mal, spinnt ihr? Was macht ihr da? Kreisveterinäramt, MKS-Verdacht. Sie wissen, was das heißt, ja? Wir müssen den Hof sperren. Ihr sperrt hier gar nichts, das ist Sperrgebiet für euch, ihr Idioten! Das lasse ich mir nicht bieten von euch! Das reicht mir jetzt! Hier, jetzt kommt am Hof runter, sofort! Ihr Saubande! Jetzt reißt dich zusammen! Ihr Mistkerle! Du machst es bloß noch schlimmer! Du auch, Josephine. Ja, hallo. Mit hier bin ich auch. Ich wollte schon immer unterm Dach wohnen. Wow, du kannst ja fast bis Andreaskirch sehen. Da arbeitet meine Mutter. Meine auch. Sollen wir vielleicht erstmal die Hausaufgaben machen? Oh, kann ich mir die mal ausleihen? Muss ich Mama fragen. Ich lese sie total gern. Aber die sind halt so teuer. Ich dachte, ihr seid reich. Nö, warum? Weil ich mit Konstanze abhänge. Die war ganz schön sauer, dass ich mit dir lerne. Geschieht dir recht. Sie soll nicht immer denken, dass ich immer das mache, was sie will. Drei Japanese mit dem Kontrabass. Die saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei und sagt, was ist denn das? Drei Japanese auf dem Kontrabass. Grieshaber! Du Vollidiot! Was soll denn die Scheiße? Ihr zahlt's mir! Geh zurück nach Hamburg! An diesem Tag wurde uns das Lernen echt schwer gemacht. So, alle anderen bitte raus. Kim, eine Bank nach hinten. Ja, klar. So schnell steh auf. Aber du brauchst ja Geld. Was denn so? Bist du das, Nelly? So, Konstanze, raus jetzt. Es geht alles von der Zeit der Nachschreiber ab. Mach's gut, Kim. Ich musste es ja einfach erzählen. So, du musst jetzt gar nichts mehr erzählen. Fängst jetzt bitte an.
bitteschön. Jetzt stell ich mal nicht so an. Das weiß dann inzwischen eh jeder vom Streit zwischen Grieshaber und deinem Onkel. Kim, anfangen. Oh, Annette, das tut mir so leid. Bei uns stinkt ja immer so, aber bei euch, gib mir mal die Spritze. Lass das, ich kann das machen. Lass uns das doch zusammen machen. So. Der Mist ist aber von der Weide, nicht von dem verseuchten Stall. Habt ihr denn jetzt ein Ergebnis? Nein, aber die Ungewissheit ist noch viel schlimmer. Wenn sich Philipps Verdacht bestätigt, dann... Er musste das machen. Ich weiß, dass er das machen musste, aber wenn wir den gesamten Bestand notschlachten müssen, dann sind wir pleite. Philipp hat keine Lust mehr. Dashi hat ihm den Rest gegeben. Wenn der Bürgermeister nicht mal sein eigenes Dorf schützen will... Dann verlieren wir euch. Hilf mir. Ey! Nelly köpft mich, wenn sie weiß, dass du hier bist. Relax doch mal, Mann. So toll ist eure Hütte jetzt auch wieder nicht. Aber auf dem Hof können wir halt schlecht abhängen, oder? Nur wenn wir diese bescheuerten Overalls tragen. Hahaha, sehr witzig. Ja, finde ich auch, deshalb sage ich es ja. Geht der Hof jetzt pleite? Wäre echt blöd für euch, ja? Hey! Ich hab einen Plan! Wenn die dem seine beste Kuh wegnehmen wollen, warum nehmen wir sie denn nicht den weg? Vinzenz? Gehst du dich jetzt entschuldigen oder nicht? Wenn du es nicht machst, dann ist Philipp weg. Paulinchen, warst du denn heute schon unter der Wärmelampe? Komm. Na, die blöde Erkältung kriegen wir doch im Griff, oder? So. Ist doch schon viel besser. Und doch fast keine Bläschen mehr da. Ha? So leicht geben wir nicht auf, Joko. Ich fahre jetzt mal ins Veterinärsamt und hole uns die Ergebnisse, ja? Sayonara und wünsch mir Glück. 25.000 Euro. Ich kümmere mich um sie. Seid ihr verrückt? Die Kuh ist krank. Wenn wir nichts machen, geht der Bauer pleite. Wenn ihr das macht, macht ihr alles nur noch schlimmer. Und ich muss weg aus Waldau. Pavel kapierte sofort, dass wir so das Problem nicht lösen konnten. Bei Ben hatte ich da so meine Zweifel. Ach,
gemacht, ey. Was macht die denn hier? Das wollten wir doch alleine machen, nur wir beide. Planänderung, Mann, reg dich nicht auf. Wer sagt das? Sie? Lass uns doch erst mal was sagen. Und du springst, wenn sie das Stöckchen hält. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Mädchen bist. Kannst noch lauter schreien, da kriegen wir uns noch schneller. Schrei so laut, ich will. Spinnst du? Hey, beruhig dich, Leute. Fass mich nicht an. Hast du die Stalltür offen gelassen? Ich bin doch nicht bekloppt. Ja, weiß ich nicht, so wie du dich zurzeit benimmst. Die haben sie abgeholt! Quatsch, du weißt doch, dass die Tiere hier keulen müssten. Dann müssen sie erst mal mich keulen. Was haben die denn gesagt? Nichts, sie haben mir nichts gesagt. Das Amt mauert. Angeblich noch keine Ergebnisse. Lass mich doch alle in Ruhe. Du willst doch irgendwie lieber miteinander Freunde zusammen sein. Worüber regst du dich denn so auf? Wir ziehen es einfach gemeinsam durch. Du, ich, Nelly. Die Kuh ist weg. Scheiße. Wo ist sie hin? Hey, wenn dir jemand erzählt, dass ich geheult habe, dann verdresche ich euch. Ja, ja, ja. Wir machen es so. Wir teilen uns. Dann haben wir dreimal so große Chance, die Kuh zu finden. Das hätte ich auch gerade noch ausrechnen können, Nelly. Die Ergebnisse sind da. Typisch. Ich erfasse mal wieder als Letzter. Der Seuchenverdacht hat sich nicht erhärtet. Nicht? Oh, Philipp. Ihr braucht also keine Angst, um eure Bestände zu haben. Auch nicht um die Wunderkuh. Gut. Sie haben sie doch nicht etwa rausgelassen. Quatsch! Ich doch nicht! Das gibt's doch nicht, Mann. Das ist doch nicht wahr. Das machst du doch nur, um mich zu ärgern, hä? Ja. Aber das eine sage ich dir. Wenn das mit der Dieselpumpe nochmal passiert, dann verkaufe ich dich. Seuchenvieh? Grieshaber, das wirst du bereuen. Du Mistvieh! Ich bin mit dem Netz auf der Wiese. Und er schießt! Jetzt hab ich dich. Bleib so. Da! Jetzt hab ich dich. Was machen wir denn jetzt? Gute Idee. Lass die Waffe fallen! Den Teufel werde ich tun! Die Kuh muss sterben, Grieshaber! Du hast mir doch das kranke Vieh auf den Hals gehetzt! Aber sie ist doch gar nicht krank! Und schon gar nicht ansteckend! Wie? Nicht ansteckend? Nein! Das war aber knapp. Na, so knapp war es auch wieder nicht.
Und? Was und? Ja, und was war's jetzt? Hat sie immer noch einen Schnupfen? Schnupfen? Und so kam alles raus. Paulina hat der Tierarzt gespielt und der Kuh das Maul mit der Wärmelampe verbrannt. Autsch. Aber immer noch besser als eine echte Seuche, oder? So. Eine glatte 4. Du machst dich langsam, Ben. Nelly und Kim, beide gut. Zum Glück nicht schon wieder beide gleich gut. Hat sich echt gelohnt, das gemeinsame Lernen, Kim. Ja. Danke. Bitte. Wenn du mit mir gelernt hättest, hättest du auch eine 1. Nächstes Mal vielleicht. Wie sieht's aus? Bleibt ihr? Wieso? Seht ihr schon wieder um? Wenn mein Onkel die Praxis aufgibt, dann müssen wir uns das Neue suchen. Hey, das wäre voll blöd. Lass mich bloß nicht allein mit den Dänen. Hey! Immerhin hatten Onkel Philipp und Vinzenz Grieshaber sich wieder vertragen. Mal sehen, wie lange das hält.